Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute habe ich mir die Wirtschaftsjournalistin der Taz, Ulrike Herrmann, eingeladen. Guten Tag, Frau Herrmann. Es geht um, wir steigern das Bruttosozialprodukt, Fragezeichen, nämlich Wachstum und sozial-ökologischer Umbau. Wie hängt das zusammen? Steht das gegeneinander? Sind Dinge damit vielleicht sogar vereinbar? Darüber wollen wir heute eben mit Ulrike Herrmann sprechen. Aber vielleicht zunächst aus aktuellem Anlass, Frau Herrmann, ich habe gehört, heute hat Laschet den Deckel zugemacht. Er hat gesagt, nichts ist mit Aufweichung der Schuldenbremse vorn ab. Was halten Sie davon? Natürlich gar nichts. Also die Schuldenbremse ist totaler Unsinn. Das merkt man ja jetzt auch in der Corona-Krise. Also der Staat ist Garant dafür, dass nicht alles zusammenbricht. Also wenn der Staat jetzt nicht Schulden aufgenommen hätte, nicht das Geld in die Wirtschaft gepumpt hätte, dann wären wir alle Betriebe pleite und Millionen Menschen arbeitslos. Und das ist eben nur durch den Staat und seine Kreditaufnahme überhaupt möglich, dass die Wirtschaft weiter läuft. Und dass die CDU das nicht sieht, das ist wirklich erstaunlich. Aber das hat natürlich damit zu tun, man kennt ja die Deutschen, dass ganz viele Bundesbürger panische Angst haben, völlig zu Unrecht, dass jetzt hier der Staat demnächst pleite sein könnte oder dass eine Inflation droht. Und die CDU hat einfach Angst vor ihren eigenen Wählern. Das Thema Schuldenbremse war ja schon in der letzten Woche bei uns Thema. Fabio De Masi hat da ebenso die Auffassung vertreten, der gröbste politische Unfug im wirtschaftspolitischen Sinne ist diese Schuldenbremse. Hoffentlich setzt sich die CDU damit nicht durch. Aber kommen wir zurück zu unserem Thema. Ich hatte Sie eingeladen zum Thema Wirtschaftswachstum und sozialökologischer Wandel. Sie selbst haben geschrieben mal in der Frankfurter Rundschau, Wachstum ist ein Dilemma. Was meinen Sie eigentlich damit? Naja, ich meine, es ist ja klar, der Satz ist nicht von mir, aber jeder kennt ihn und er stimmt eben auch. Man kann nicht in einer endlichen Welt unendlich wachsen, es geht nicht. So, und man kann also klar erkennen, dass wir an zwei absolute Grenzen kommen mit diesem Wachstum. Das eine ist die Umweltgrenze, also das Klimaproblem ist ja nur eines von vielen Problemen. Es gibt auch das Artensterben, wir haben viel zu viel Stickstoff in der Welt, das Wasser, das Süßwasser, also das Trinkwasser geht aus und so weiter und so fort. Zweite Grenze ist die Rohstoffgrenze. So. Gleichzeitig, also Wachstum ewig geht nicht. Gleichzeitig ist es so, weiß auch jeder, dass der Kapitalismus, also das Wirtschaftssystem, in dem wir real leben, ist aber nur stabil, wenn es Wachstum gibt. Das merkt man ja jetzt auch in der Corona-Krise, nicht? Wir hatten ja eben das Thema Schuldenbremse, also der Staat pumpt so viel Geld in die Wirtschaft, um eben zu verhindern, dass es zu einer Krise und zu einem Absturz kommt. Jeder weiß, nur wenn es Wachstum gibt, gibt es Vollbeschäftigung, können die Renten gezahlt werden, können Kredite bedient werden, gibt es Innovation und so weiter und so fort. Ja, und das ist natürlich die Frage. Also man hat ein kapitalistisches Wirtschaftssystem, das Wachstum braucht. Man kann aber in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen. So, und das ist das Problem, vor dem wir stehen. Aber nun ist es ja auch so, dass Wachstum gerade auch, Sie haben davon erzählt, im Kapitalismus ein Kriterium für Erfolg ist. Allerdings ja auch generell es natürlich sinnvoll ist, dass Wohlstand und auch Vollbeschäftigung auch sozusagen über die deutsche Nationalökonomie hinaus natürlich sinnvoll ist, dass da auch mehr entsteht, als wir bislang haben. Also ist das nicht also sinnvoll, auch in Zukunft auf Wachstum zu setzen? Naja, also was klar ist, ich glaube, das ist das, worauf Sie anspielen, ist ja, dass arme Länder in Afrika oder der globale Süden, die müssen natürlich noch wachsen. Also das ist, ist ja zum Teil erschütternd, wie groß die Armut da noch ist. So, aber das muss man sich ja klar machen, ist so, dass die Welt als Ganzes im Augenblick so tut, als könnte sie zwei Planeten verbrauchen. Es gibt aber nur eine Erde. Und Länder wie Deutschland, also das gilt eigentlich für ganz Europa, wir tun hier so, als könnten wir drei Planeten verbrauchen. Also wenn man unseren Anteil an der Weltbevölkerung sieht, und dann kann man sehen, dass wir den Planeten deutlich überreizen. Und dann gibt es natürlich noch so Extrafälle wie die USA, die sind schon bei fünf Planeten. So, aber es ist immer das, immer bleibt aber wahr, es gibt nur eine einzige Erde und dass das Ganze nicht schon komplett kollabiert, liegt nur daran, das hatten wir ja eben, dass einige Länder, vor allen Dingen in Afrika, eben noch ganz wenig von ihrem Planeten verbrauchen. Also wenn die jetzt alle leben würden wie wir,
dann würde die Erde komplett kollabieren. So, das heißt, und das ist natürlich eine sehr unerfreuliche Erkenntnis, aber an der kommt man nicht vorbei, wenn arme Länder noch wachsen sollen, dann müssen wir hier in Europa irgendwie lernen, in den USA natürlich auch, mit weniger Rohstoffen, weniger Energie und weniger CO2-Emissionen auszukommen. So, aber wie das klappen soll, das ist bisher irgendwie nicht modelliert. Also das muss man auch sagen, also es wäre eigentlich eine Aufgabe für die Volkswirte, so einen Pfad zu modellieren, wie man aus dem Wachstum rauskommt. Nur man muss sagen, dass die Volkswirte komplett versagen. Also ich habe mal beim Statistischen Bundesamt gefragt, es gibt irgendwie angeblich 15.000 Volkswirte in Deutschland, keine Ahnung, was die machen. Aber sicher ist, dass sie eben nicht den Ausstieg aus dem Kapitalismus modellieren. Achso, ich habe gerade gesehen, dass ich meinen Kopfhörer gar nicht angeschaltet habe. Also alle verstehen Sie, aber... Sie mich denn vor... Oh, jetzt sind Sie schlechter zu verstehen als vorher. Wenn ich mal ganz kurz... Also vorher war es etwas knarzig, aber... jetzt. Oh, jetzt verstehe ich Sie nicht. Machen Sie es einfach wieder wie vorher. Ja, so. So, hören Sie mich denn noch? Ja, genau, haben Sie mich eigentlich vorhin verstanden? Ja, ja, jetzt, also vorher haben wir Sie gehört. Achso, das ist ja gut, weil ich hatte genau. irgendwie... Ich wollte nochmal da einschwenken, weil ich gebe zu, so ganz überzeugt bin ich nicht. Und zwar deshalb nicht, weil Sie haben richtigerweise das Problem beschrieben, wenn die Länder, die wir üblicherweise bis hin auf europäischer Ebene als die dritte Welt oder ähnliches bezeichnen, wenn da sozusagen der Ressourcenverbrauch erhöht wird, sind wir relativ schnell am Ende, weil die Ressourcen natürlich auch begrenzt sind. Wäre es denn aber nicht denkbar, da die Bezugsgröße zu ändern, also nicht die Frage des Ressourcenverbrauchs zu nehmen, sondern andere Maßstäbe und dann auch zu einem Wachstum zu kommen? Stichwort, wenn wir ein Windrad bauen, ist das ja auch Bruttoinlandsprodukt. Wenn wir dagegen ein Kohlekraftwerk bauen, womöglich auch, aber von der Ressource her sehr was anderes, oder? Naja, also wo Sie absolut recht haben, ist, also wenn wir hier auf diesem Planeten überleben wollen oder diesen Planeten nicht unerträglich aufheizen wollen, dann müssen wir auf Ökostrom umstellen. Nicht? Denn also der Klimawandel ist vielleicht das größte Problem, das wir im Augenblick haben. Keineswegs das einzige im Umweltbereich, aber das größte. Und das hat ja jetzt jeder schon gehört, dass wir eigentlich keine weiteren CO2-Moleküle mehr ausstoßen dürfen, wenn man die Erhitzung verhindern will. So, und die einzige klimaneutrale Energie, die man aber produzieren kann, ist Strom. Über Windräder hatten Sie erwähnt oder Solarpaneele. Also das bedeutet, dass man die gesamte Wirtschaft, und zwar die gesamte Wirtschaft, auf Ökostrom umstellen muss. Im Augenblick ist ja nur der Strom zur Hälfte ökologisch und der Rest der Wirtschaft läuft fossil. Also ob das die Autos sind, fahren alle mit Öl oder die ganzen Heizungen auch alle mit Öl oder Industrie fast nur mit Öl und Kohle und so weiter und so fort. So, und das ist eine enorme Herausforderung, die gesamte Wirtschaft auf Windenergie umzustellen. Nur damit man das mal sieht, was das für eine Herausforderung ist. Wenn man jetzt den gesamten Endenergieverbrauch der Deutschen anguckt, dann ist es so, dass im Augenblick die Windenergie 5,4% davon abdeckt. Das heißt, wir müssen noch weit über 90% der Wirtschaft auf Ökostrom umstellen. So, und dann... Wenn man sich das mal näher anguckt, sieht man eben, das wird nichts. Also wir werden gut leben können. Wir wären auch nicht in der Steinzeit. Also es ist ja ganz oft die Angst der Leute, dass dann gar nichts mehr läuft. Aber was man mit dem Ökostrom nicht befeuern kann, ist Wachstum. Also dafür reicht es dann einfach nicht unter allen realistischen technischen Annahmen. So, und dann ist natürlich stellt sich sofort das Problem. Okay, wie steigt man denn aus dem Wachstum aus? Ja, das heißt, Sie bleiben dabei. Also am Ende müssen wir, wenn wir den Planeten retten wollen, aus dem Wachstum aussteigen. Ja, genau. Heißt das das? Ja, das heißt, oder um das noch konkreter zu machen, es ist nicht nur so, dass wir nicht mehr wachsen können. Wir müssten eigentlich auch schrumpfen, weil die Energie wird auch nicht reichen, um das mal ganz hart zu sagen, um den jetzigen Stand der Wirtschaft zu stabilisieren.
So, Schrumpfen ist jetzt auch erstmal, wenn man jetzt von den Bedürfnissen des einzelnen Bürgers ausgeht, auch kein wirkliches großes Problem. Also, weil ich weiß ja nicht, wie alt sozusagen die Zuschauer im Durchschnitt sind, aber für die, die 1975 schon dabei waren, die werden sich erinnern, dass wir 1975 eigentlich auch gut gelebt haben. Es gab zwar irgendwie nicht Erdbeeren im Winter und es gab auch kein Smartphone. Und es gab keine Betriebsausflüge für 2 Tage nach Mallorca. Aber dafür sind die Leute gleich 3 Wochen nach Italien gefahren, nicht? Also es war nicht alles schlecht. Jedenfalls die, die dabei waren, wissen, 1975 waren wir genauso glücklich wie heute. Also das Glück ist überhaupt nicht gestiegen. Aber im Vergleich zu 1975 produzieren wir heute 100% mehr Waren. Das heißt, der Warenausstoß hat sich verdoppelt und das Glück ist gleich geblieben. So, daraus kann man eigentlich schließen, okay, wir brauchen den ganzen, das alles gar nicht, was wir hier produzieren. Oder anders gesagt, wir produzieren gar nicht, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, sondern wir produzieren inzwischen, um das System Kapitalismus stabil zu halten. So, und also müsste man sich eben mal überlegen, wie man jetzt aussteigt, ne? Denn das ist ja nicht eine Wahl, die wir haben. Es ist einfach Fakt, dass wir nicht ständig weiter CO2 emittieren können. Nun kommen wir dann tatsächlich noch ein bisschen näher an die Frage dran. Also weil Waren, sagen Sie, sind um 100% gestiegen, der Wohlstand ist aber nicht wirklich größer geworden. Doch, der Wohlstand ist größer geworden, aber das Glück nicht. Das Glück ist nicht größer geworden. Also die Zufriedenheit, wir alle sind gleich zufrieden geblieben. Ja, und wie ist das denn aber mit Waren, die tatsächlich auch, oder mit Dienstleistungen oder mit ähnlichen Dingen, die wir ja auch im Rahmen von sozial-ökologischem Wandel benötigen. Also zum Beispiel den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs etwa, wird doch eben, also den zu schrumpfen, das sollten wir doch auf keinen Fall tun, oder? Nee, das ist richtig. Also ich meine, damit das konkreter wird, muss man eben eigentlich von hinten anfangen, nicht? Man müsste sich angucken, okay, wie viel Ökoenergie kann man realistischerweise in Deutschland produzieren und auch zum Teil importieren. Und dann müsste man gucken, okay, was macht man damit? Also wie verteilt man diese Ökoenergie, die man dann hat, am besten? Und natürlich haben Sie recht, also man braucht einen öffentlichen Nahverkehr. Oder anders gesagt, wofür die Energie nicht reichen wird, um mal ganz konkret zu werden, ist für das private Auto. Und zwar auch nicht als Elektroauto. Also im Augenblick ist ja die Idee der meisten Menschen, wenn sie sich irgendwie eine klimaneutrale Wirtschaft vorstellen, okay, alles bleibt wie jetzt, nur der Verbrennungsmotor ist weg und stattdessen fahre ich mit dem E-Auto. So, und da habe ich für all diese Träumer aus meiner Sicht habe ich eine ganz schlechte Nachricht, das wird nichts mit dem E-Auto. Ganz einfach, weil auch das E-Auto zu viele Rohstoffe und auch zu viel Energie frisst. So, und das ist aber nicht das Ende der Mobilität, nicht? Man kann ja auch Bus fahren. So, aber das wäre natürlich eine Form von Schrumpfen, weil das Statistische Bundesamt hat ausgerechnet, dass in Deutschland 1,75 Millionen Menschen direkt oder indirekt in der Automobilindustrie arbeiten. So, und die bräuchte man dann aber fast alle nicht mehr, ne? Es würden zwar noch ein paar Leute Busse bauen, aber das wäre es dann auch. So, und dann ist natürlich die Frage, okay, was macht man mit diesen Leuten? Denn wofür die Energie auch nicht reichen wird, das ist sonnenklar, ist für Flugzeuge aller Art, nicht? Also weder für Inlandsflüge noch für Langstreckenflüge wird man jemals ökologisch produzierte Energie zur Verfügung haben. So, aber Sie wissen ja, wie viele Leute auf Flughäfen arbeiten, in Reisebüros, die Flugzeugbauer und so, die braucht man auch alle nicht mehr. So, und wenn man dann erstmal anfängt, sich zu überlegen, wie so eine klimaneutrale Welt aussehen würde, dann kommt man auf ganz viele Berufe, die dann auch nicht mehr gebraucht würden. Also zum Beispiel PR-Berater, Messelogistiker, Werbefachleute, Versicherungen, Banken, das wären alles Branchen, die in enorme Schwierigkeiten kämen. So, und dann sieht man natürlich, okay, Millionen von Menschen verlieren ihre Arbeit in einer klimaneutralen Welt. Das heißt nicht, dass die dann keine andere Arbeit hätten, weil klimaneutrale Produktion kann auch sehr aufwendig sein. Also zum Beispiel müsste man ja auch eine ökologische Landwirtschaft betreiben und das ist intensiver als eine konventionelle. Also es ist nicht so, dass die Arbeit ausgeht. Aber Sie sehen, man müsste Millionen von Menschen umschichten und man hätte mit der gleichen Arbeit nicht so viel Einkommen. Das, glaube ich, wird auch ganz oft nicht verstanden. Die Leute stellen sich vor, okay, dann habe ich ja eine Arbeit und dann stellen sie sich vor, dass sie auch das gleiche Einkommen hätten. Das wäre nicht so.
Ja, da auf den letzten Punkt wollte ich eben auch nochmal hinaus. Also es ist ja nicht, also sicher, Sie haben jetzt viele Berufsgruppen genannt, die womöglich dann in diesem Maße jedenfalls oder vielleicht auch gar nicht mehr gebraucht werden. Und dann gibt es aber auch ja Berufsgruppen, sehen wir ja jetzt schon der Corona-Pandemie, viel stärker gebraucht werden. Genau. Also ich sage nur Stichwort Breitbandausbau in der Bundesrepublik. Ja, genau. Da, was da an Wachstum, ich bleibe nochmal bei dem Begriff, was da an Wachstum notwendig wäre, um dort auch zu einer, ich finde mal, halbwegs mitteleuropäischen Durchschnittsstandardsversorgung zu kommen. Oder nehmen wir die Gesundheitsversorgung, nehmen wir die der Mangel an Pflegekräften, nehmen wir auch den Mangel an Lehrerinnen und Lehrern. Sind denn dort nicht auch enorme Wachstumspotenziale enthalten? Kann man also tatsächlich, und da komme ich dann zur Diskussion auch langsam, kann man tatsächlich von Wachstumslosigkeit reden oder muss man das nicht eher qualifizieren? Ja, also das, was Sie sagen, ist, ja, kann es nicht eine Form von qualitativem Wachstum geben? Aber aus meiner Sicht ist das ein Denkfehler. Was man hätte, wäre wachsende Qualität, aber nicht qualitatives Wachstum. Oder um es anders zu sagen, der Kapitalismus als System braucht quantitatives Wachstum. Also letztlich muss es mehr werden, sonst funktioniert das nicht. So, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber deswegen nehme ich mal das Beispiel Pflege. Also ich bin absolut dafür, damit gar keine Missverständnisse aufkommen, dass es mehr Pflegekräfte gibt. Und zwar sowohl in den Krankenhäusern wie in den Altersheimen. So, jetzt, wenn aber alles bleibt wie bisher, dann ist das kein Wachstum, wenn es mehr Pflegekräfte gibt, sondern das würde doch so laufen, um das jetzt mal einfach konkret zu beschreiben. Um diese zusätzlichen Pflegekräfte zu bezahlen, müssten wir alle, die nicht in der Pflege sind, mehr in die Pflegeversicherung zahlen oder mehr Steuern für den Staat, egal wie man das dann macht. Das heißt, das Ergebnis wäre, wir könnten dann vielleicht einmal weniger nach Mallorca fliegen, weil wir ja jetzt mehr Geld in die Pflegekasse und mehr Geld vielleicht an den Staat zahlen müssen. Dafür können dann aber die Pflegekräfte in den Altersheimen, die ja jetzt mehr verdienen, die können dann nach Mallorca fliegen. So, und das Ergebnis von dem Ganzen ist, da gibt es gar kein Wachstum, sondern man müsste sagen, es gibt so eine Art Konsumtausch. Wir als Gesellschaft haben bessere Pflege und dafür können dann die Pflegekräfte nach Mallorca fahren, wo wir nicht mehr waren. Sind. Also letztlich ändert sich nur, wer nach Mallorca fliegt, um das mal so hart zu sagen. Aber das hat alles mit Wachstum überhaupt nichts zu tun. Das heißt, man darf jetzt nicht einfach denken, dass alles, wo irgendwie mal mehr Leute sind, mehr Lehrer oder mehr Pfleger oder so, automatisch dazu führt, dass die Gesamtwirtschaft wächst. Nein. Und da, aber das Thema Wachstum ist eben tatsächlich deswegen so schwierig, weil jeder unter Wachstum irgendwas anderes versteht. Ne? Ja. Da haben Sie, deswegen war Ihre Frage wirklich sehr gut. Ja, ich hab, deswegen, ich, also ich bin da jetzt gerade tatsächlich auch noch am Überlegen, weil natürlich die, auch zum Beispiel die dritte industrielle Revolution, die Computerisierung, die Digitalisierung, ja durchaus, würden Sie auch sagen, dass das kein Wachstum ist? Doch, das ist Wachstum. Das ist ja genau der Kern des Wachstums. Nur das Problem ist, wir werden für diese dritte Evolution, also jetzt reden ja alle von der Digitalisierung, als gäbe es keinen Morgen, nicht? Ich frage mich, wo die Leute sich vorstellen, wo die ganze Energie herkommen soll, sprich der Strom, um diese Digitalisierung zu befeuern. Also allein das Internet, nicht, weltweit frisst ja inzwischen 9% der Energie oder produziert 9% der CO2-Emissionen. So, und da sehe ich, also ich sehe ehrlich Grenzen. Also diese Idee, jeder streamt, wann immer er will, jeden Hollywood-Film, der ihm so einfällt, dafür wird die Energie wahrscheinlich auch nicht reichen. Also es ist sicher richtig, die Computer und Digitalisierung einzusetzen, um die Verwaltung zu optimieren oder auch, man wird zum Beispiel den ganzen Strommarkt, muss man digitalisieren, damit das mit der Ökoenergie möglichst reibungslos funktioniert. Also es wird sehr viele, sehr wichtige Anwendungsformen der Computer und der Digitalisierung geben. Aber die Vorstellung, dass alles bis ins Endlose digitalisiert werden kann, das scheitert daran, dass die Digitalisierung nicht virtuell ist. Also man selber, wenn man am Computer sitzt, denkt ja, man würde sich da irgendwie in der virtuellen Welt bewegen und alles sei praktisch ohne immateriell und so. Aber das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Nichts frisst so viel Energie wie
das Internet, nicht? Also Google zum Beispiel baut ja ständig neue Server, neue Kraftwerke, um überhaupt diesen Energiebedarf zu decken. Und das wird auf Dauer nichts. So, jetzt finde ich, habe ich mich genug aufgeregt. Jetzt können ja mal die Leute fragen. Genau, jetzt kommen wir auch zu den Zuschauerinnen und Zuschauern. Es gibt eine Frage an Frau Herrmann hier aus dem Zoom-Chat. Eine Frage an Frau Herrmann steht da. Welche Indikatoren könnten in einer Postwachstumsökonomie das Bruttoinlandsprodukt ersetzen? Ja, also aus meiner Sicht ist das Thema Wachstum kein Messproblem. Natürlich kann man sich ständig überlegen, ob man richtig misst, nach dem Motto, zum Beispiel Umweltkosten werden ja im Augenblick im BIP überhaupt nicht berücksichtigt. Oder anders gesagt, wenn man Umweltverschmutzung beseitigt, dann sieht das aus wie Wachstum, nicht? Also insofern gibt es beim Bruttoinlandsprodukt viele Probleme. Aber jetzt immer an den Messgrößen rumzubasteln, würde nichts am Kern verändern. Das heißt, aus meiner Sicht kann man durchaus bei der BIP-Berechnung bleiben. Und man braucht statistische Instrumente, gerade wie das BIP, weil ich sage ja, die Wirtschaft muss eigentlich schrumpfen. Nicht selbst das, was wir jetzt haben, ist schon jenseits von Gut und Böse. Man kann, wie gesagt, nicht drei Planeten verbrauchen, wenn man nur eine Erde hat. Wenn man sich jetzt aber überlegt, wie kann man eine Wirtschaft schrumpfen, dann gibt es dafür bisher eigentlich nur ein Beispiel und das war die britische Kriegswirtschaft 1939. Also die Briten mussten ja irgendwie den Krieg gegen Hitler gewinnen. Das heißt, sie mussten ihre Fabriken freiräumen für so unwichtige Produkte wie Panzer und mussten ihre Friedenswirtschaft schrumpfen. Und genau in diesem Schrumpfungsprozess ist die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung entstanden, also das heutige BIP. Weil die Engländer mussten ja wissen, okay, was produzieren wir überhaupt? Das wusste bis dahin kein Mensch. Und dann musste man natürlich entscheiden, okay, und wie viel produzieren wir davon künftig? Das heißt, das BIP, also diese Art der volkswirtschaftlichen Messung, wird künftig noch wichtiger, als es heute ist. Lassen Sie mich da auch nochmal einhaken. Also, weil wir haben ja auch in jüngerer Zeit immer mal Schrumpfungen des BIP gehabt, also etwa im Rahmen der Finanzkrise, auch in der Bundesrepublik, 4%, oder die dramatische Entwicklung etwa in Griechenland, das Bruttoinlandsprodukt in den Jahren nach der dort sozusagen herunterkaprizierten und wirklich auch von Deutschland herunterkaprizierten Wirtschaft, 20% BIP-Verlust. Mit dramatischen Auswirkungen allerdings. Ne? Also das heißt, wir müssten da schon mehr tun, als nur zu sagen, na gut, ein bisschen weniger BIP, weil wenn ich mir das in Griechenland anschaue, das kann ja auch nicht die Zukunftsvision sein, oder? Nee, genau. Also die Griechen haben 25% verloren durch die Euro-Krise. Also und da muss man ja klar sagen, das haben die Linken ja auch immer gesagt, völlig zu Recht, das war die Schuld Deutschlands, nicht Griechenlands. Also die Deutschen, sprich Schäuble, vor allen Dingen haben die Euro-Krise völlig falsch gemanagt. Ja, genau. Und dann kann man in Griechenland gut sehen, was passiert, wenn eine Wirtschaft unkontrolliert schrumpft. Das ist ja da passiert. Das war nicht geplant, sondern völlig unkontrolliert. Und das Ergebnis ist natürlich, kann man sich leicht ausrechnen, dass die vor allen Dingen die Armen wirklich leiden und auch die untere Mittelschicht, während die Eliten so ganz gut über die Runden kommen. So war es in Griechenland. Und natürlich kann man das nicht wollen. Das Beispiel Griechenland oder auch die Finanzkrise in Deutschland nach 2008/2009 zeigt eben nochmal, wie wichtig Wachstum im Kapitalismus ist. Nicht nur dann, nur wenn das System wächst, nicht schrumpft, werden alle irgendwie versorgt. Also es gibt enorme Ungleichheit, weiß ja jeder. Es gibt auch Arbeitslosigkeit, aber das Wachstum ist sozusagen der Garant dafür, dass es überhaupt irgendwie funktioniert. Nur wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, das ist kein Modell der Zukunft, weil man eben nicht drei Planeten verbrauchen kann, wenn man nur eine Erde hat. So, und das Ergebnis ist, dass man kontrolliert schrumpfen muss, also gerade nicht wie in Griechenland, aber am Schrumpfen führt irgendwie nichts vorbei, aus meiner Sicht. Aber das ist, muss ich vielleicht auch nochmal so deutlich sagen, das ist eine Minderheitenposition. Die meisten Politiker, und das gilt für die Grünen genauso wie für die CSU, also sprich für Herrn Söder, die glauben ja alle ans grüne Wachstum. Nur was mir noch keiner erklärt hat, ist, wo die grüne Energie herkommen soll für dieses grüne Wachstum. Mhm. Ja, auch in unserer Partei ist die Frage durchaus umstritten. Insofern, deswegen ja auch hier die Diskussion durchaus auch kontrovers. Jetzt lassen Sie uns mal
die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Facebook hineinkommen. Ich würde mal Daniel fragen, Daniel, wie wird denn das auf Facebook diskutiert? Ich sehe, es sind etwa 60, 70 Leute im Chat und es wird auch eifrig hin und her geschrieben. Was sagen die Zuschauerinnen? Ach, neben den sozusagen allgemeineren Stellungnahmen, ein Block, der sich nochmal so ein bisschen rausgebildet hat als Fragestellung, ist die der Versorgungssicherheit, würde ich das mal nennen, mit erneuerbarer Energie. Also die Frage von, es war irgendwie einmal keine Sonne und schon bricht das ganze Land zusammen so ungefähr. Das scheint so eine Frage zu sein, die Leute rumtreibt, nach dem Motto, fossile Energien sind sicher, alles andere ist unsicher. Vielleicht könnten Sie dazu nochmal ein bisschen was sagen. Das ist so eine Sache. Und die zweite ist natürlich so ein bisschen die allgemeiner, wie so Konzeption nach vorne hin gesprochen aussehen. Also so, sage ich mal, dieses Analysieren bisher ist die eine Ebene. Die Frage ist aber eben konkret, wie man sozusagen dann umgehen kann. Wie dann eben zum Beispiel so ein weniger Wachstum oder auch ein Rückbau sozusagen, wie das dann auch praktisch aussehen kann. Also ein kontrollierter Rückbau zum Beispiel. Das sind so zwei Sachen. Das kontrollierte Schrumpfen, wie sieht es aus? Ja, wie sieht das kontrollierte Schrumpfen aus? Genau. Ja, das sind beides sehr gute Fragen. Also vielleicht erstmal zur Energiesicherheit. Das ist genau das Problem. Also das ist eine so, das weiß ja jeder, dass die Sonne nicht immer scheint und der Wind auch immer nicht immer bläst. Und das ist auch schon genau berechnet und erhoben worden. Also dazu gibt es sehr gute Daten vom Deutschen Wetterdienst, aber auch von den europäischen Wetterdiensten, wie oft es so eine sogenannte Dunkelflaute gibt, also wo weder Wind ist noch Sonne. Das tritt auch vor allen Dingen im Winter auf. Und das sind sind das 3 Tage im Jahr oder so. Aber das ist natürlich schon mal eine Herausforderung, weil 3 Tage im Jahr ohne jeden Ökostrom, wenn man nichts anderes hat, das sind schon unglaubliche Mengen, was man da speichern müsste. Und das ist genau der Grund, warum Ökoenergie immer knapp bleiben wird. Also das verstehen auch viele nicht, wieso das überhaupt ein Problem sein soll, nach dem Motto, wieso die Sonne scheint doch immer. Also oder die Sonne schickt doch unendlich viel Energie auf die Erde. Und im Sinne von physikalischer Energie stimmt das auch. Man muss sich vorstellen, dass die Sonne 10.000 Mal mehr Energie auf die Erde schickt, als die Menschen brauchen würden, wenn alle so leben würden wie im Westen. Also man hat eigentlich erstmal unglaublich viel Energie zur Verfügung. Aber das Problem ist eben, und darauf zielt ja diese Frage, dass man die physikalische Energie der Sonne einfangen muss. Und das geht eben vor allen Dingen über Wind oder über Solarpaneele. So, und da wird das dann eben schwierig, weil man diese Energie speichern muss. Man muss sie speichern für die Zeit, wenn es gerade keinen Wind gibt, aber man muss sie auch speichern, zum Beispiel in Elektroautos, die brauchen Batterien, nicht? Die können ja nicht mit dem Windrad auf dem Auto fahren. Die Industrie müsste sehr viel auch mit gespeicherter Energie arbeiten und so weiter und so fort. Und diese ganzen Speichermedien, die man da hat, theoretisch, ob das Batterien sind oder die Produktion von Wasserstoff zwischendurch, das ist alles sehr aufwendig. Und genau deswegen, weil man immer diese Speicherprobleme hat, nicht nur wegen der Dunkelflaute, aber auch, ist Ökoenergie eben knapp und nicht beliebig verfügbar. So, und wenn man das erstmal verstanden hat, dass Ökoenergie knapp bleiben wird, so dann fängt das Thema mit dem Schrumpfen an. So, und da war dann die nächste Frage, ja, okay, wie soll man sich denn konkretes Schrumpfen vorstellen? So ganz praktisch. Und ich glaube, da gibt es zwei Schritte sozusagen. Der eine Schritt ist, darüber haben wir schon ein bisschen geredet, okay, man muss erstmal das Ende sich versuchen zu überlegen, nicht? Nämlich wie viel Ökoenergie wird man denn wahrscheinlich haben und was lässt sich damit dann realistischerweise anstellen, um die Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen. Und das Zweite ist, wenn man jetzt erstmal dieses Ende dann irgendwie beschrieben hat, ist die zentrale Frage, das war ja auch so ein bisschen, klang da ja so an, wie kommen wir dahin? Denn was man ja nicht machen darf, ist irgendwie so ein bisschen unkoordiniert anzufangen, an einzelnen Schrauben zu drehen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Kapitalismus ist ja ein sehr labiles System. Und das geht ganz schnell, dass man unterwegs eine schwere Wirtschaftskrise produziert. Das war ja auch ein bisschen schon die Frage von Herrn Schindler mit Griechenland. Und dann hat man am Ende Millionen von Arbeitslosen und die werden, wenn Menschen Perspektive verlieren, Einkommen verlieren, Angst kriegen, dann wählen die meistens einen rechtsradikalen Diktator. Und dann wäre das Ergebnis, dass man die Demokratie abgeschafft hat.
aber nicht in dieser ökologischen Wirtschaft ankommt. So, und ich glaube, dass die einzige Lösung ist, das stelle ich aber nur zur Diskussion, ne? Vielleicht haben ja andere Leute bessere Ideen, aber ich glaube, dass die einzige Lösung staatliche Planung ist. Man muss diesen gesamten Umstieg permanent planen. Das kann man nicht dem Markt überlassen oder man kann auch nicht irgendwo mal klein anfangen, sondern das muss man als Gesamtkonzept haben. Und das einzige Beispiel, das es dafür gibt, wie gesagt, in der Geschichte, ist nun ausgerechnet die britische Kriegswirtschaft ab 1939. So, und die ist deswegen interessant. Ich behaupte nicht, dass das so kommen muss, wie jetzt oder genauso kommen muss wie in England. Aber sie ist deswegen interessant als Analogie, weil die Briten damals etwas anderes erfunden haben als den Sozialismus, nämlich eine private Planwirtschaft. Das hatte also mit dem ganzen Sozialismus unter Stalin zeitgleich nichts zu tun. Sozialismus ist ja bekanntlich in der sowjetischen Form, alles wird verstaatlicht und dann zentral geplant. Was die Briten hatten, war Fabriken, Läden, Restaurants, blieb alles privat. Der Staat hat überhaupt nichts verstaatlicht, aber der Staat hat Vorgaben gemacht, was die einzelnen Fabriken produzieren sollten, und er hat das Ergebnis verteilt. Das heißt, es gab eine Rationierung, die auch wahnsinnig populär war, weil Rationierung bedeutet ja, dass es gerecht zugeht. So, wenn Deutsche Rationierung hören, dann denken die natürlich immer an den Zweiten Weltkrieg. Aber die Engländer, wie gesagt, mitsamt ihrer Rationierung haben nicht gehungert. Und ich glaube, sondern es wurde eben nur gerecht verteilt. Also Rationierung ist nicht unbedingt Hunger. Und ich glaube, dass die Deutschen das noch als letztes, vielleicht so als Szenario, ne, damit irgendwie klarer wird, worum es überhaupt geht, sehr viel schneller in eine Rationierung reinstolpern werden, als sie sich das selber jetzt im Augenblick vorstellen. Weil das, wenn man sich den Klimawandel mal konkret vorstellt oder ansieht, nicht, Deutschland ist ja durchaus getroffen, obwohl wir sogar noch Glück haben von der Geografie her, weil wir ja relativ weit im Norden sind. Aber Deutschland, das sieht ja jeder, dass das Wasser knapp wird. Also Deutschland, und da wird dann auch die Rationierung anfangen beim Wasser. Deutschland wird nicht zur Wüste, aber es wird sehr viel häufiger das passieren, was wir 2018 im Sommer erlebt haben, einfach, dass es monatelang nicht regnet. So, und dann entstehen ja Verteilungskämpfe. Nicht? Wer soll das Wasser kriegen? Die Bürger, die Industrie oder die Landwirtschaft? Und dann stehen alle beim Staat. So schnell kann man gar nicht gucken, wie die Leute schon wieder beim Staat sind, weil der soll das dann regeln. So, und dann hat man bereits eine staatliche Rationierung. Und je weiter der Klimawandel voranschreitet, und man muss sich klar machen, das ist ein Prozess, der wird nicht wieder aufhören. Unsere einzige Chance ist, die CO2-Emissionen zu kippen oder zu killen. Je mehr der Klimawandel voranschreitet, desto mehr wird man immer auf den Staat gucken, dass der dann organisieren soll, dass es irgendwie noch klappt. Und dann ist man bereits in dieser Rationierung. Und auch in dieser staatlichen Planung. Ja, jetzt gibt es natürlich auch sehr viele Fragen. Ich sehe sowohl im Chat bei Zoom als auch bei Facebook Fragen. Stefan Ochsenfurt fragt, er hätte auch eine Frage an Sie, Frau Herrmann. Er hätte noch nicht verstanden, wieso Digitalisierung und Industrie 4.0 als quantitatives Wachstum angesehen werden, das kein Nullsummenspiel ist, das BIP steigt real, so sagen Sie, aber bei Pflegearbeit, da sei es ein Nullsummenspiel, wo da der Unterschied ist. Ach so, das ist auch eine gute Frage. Ja, also ich meine, ich kündige schon mal an, dass ich auch mehr Zeit habe, also falls noch Fragen übrig sind und die 45 Minuten um sind. Ja, das ist auch eine super Frage. Also wenn man sich jetzt, dazu muss man natürlich nochmal zurückgehen, was ist eigentlich Wachstum im Kapitalismus? So, und das versteht man am schnellsten, wenn man sich die Welt vor dem Kapitalismus anguckt. Also der real existierende Kapitalismus, das System, in dem wir heute leben, hat 1760 in England angefangen mit der Industrialisierung. So, und vorher gab es den Feudalismus, die Leute haben alle auf dem Land gelebt und die Könige haben regiert und die Adligen hatten alles und der Rest nichts, so ungefähr, etwas plakativ. Das Entscheidende am Feudalismus war, wenn man das jetzt ökonomisch anguckt, es gab kein Wachstum pro Kopf. Ne, die Leute im 18. Jahrhundert in Deutschland waren genauso arm wie die Römer 2000 Jahre vorher. Es hatte sich sozusagen pro Kopf überhaupt nichts bewegt. So, dann kommt der Kapitalismus und plötzlich gibt es Wachstum. So, das heißt, der Kern vom Kapitalismus ist Wachstum. Jetzt sind natürlich die Menschen,
die da beteiligt sind, ändern sich nicht besonders. Nicht? Wir haben alle zwei Beine, zwei Arme, einen Kopf und wir werden auch nicht intelligenter. Das heißt, wenn es dann trotzdem Wachstum pro Kopf gibt, dann liegt es nicht an den Einzelnen, sondern schlicht am Einsatz der Technik. So, und die Technik wiederum weiß auch jeder, aber manchmal muss man diese wirklich banalen Zusammenhänge sich mal klar machen, um zu verstehen, was passiert. Die Technik wird natürlich befeuert durch Energie und die war bisher immer fossil. So, und diese fossile Energie emittiert aber leider CO2. Das heißt, Kapitalismus ist Wachstum, ist der Einsatz von Technik, ist der Einsatz von fossiler Energie, ist die Emission von CO2. Also zwischen Kapitalismus und CO2 besteht ein ganz enger Zusammenhang. Der ist eigentlich unauflösbar. So. Das heißt, Wachstum ist, und jetzt komme ich auch langsam aber sicher auf die Pflegekräfte zurück, ist das der Einsatz von Technik oder ist ständig steigende Produktivität. Jetzt wissen Sie aber alle, wie Pflege funktioniert. Da kann man keine Technik einsetzen. Das kommt vielleicht auch noch mit irgendwelchen Heberobotern und so, würde ich noch nicht mal ausschließen. Aber im Augenblick funktioniert Pflege eigentlich mehr oder minder, wie sie vor 100 Jahren funktioniert hat. Das heißt, in der Pflege und auch in der Bildung gibt es keine Produktivitätsfortschritte. Um das nochmal plastisch zu machen, ein Lehrer heute unterrichtet im Durchschnitt 25 bis 30 Kinder. Das war vor 100 Jahren auch schon so, da hatte der auch 25 bis 30 Kinder. Das heißt, die Produktivität in diesen Sektoren, der Fortschritt da ist null. Trotzdem verdient natürlich heute, weiß auch jeder, ein Lehrer viel mehr als im 19. Jahrhundert. Aber das liegt daran, dass dann die Lehrer an der Gesamtproduktivität der Volkswirtschaft natürlich teilnehmen. So, deswegen sind die Neoliberalen das nur als ein Seitenhieb für alle, die Volkswirte sind bei ihnen. Natürlich immer auf dem völlig falschen Dampfer, wenn sie denken, das tun ja Neoliberale, so wahnsinnig sind die ja, dass irgendwie die Produktivität des Einzelnen darüber entscheiden würde, wie viel der verdient. Das ist, dann würden Lehrer gar nichts verdienen. Nicht? Nein, das ist so, dass wir alle, egal was wir machen, haben Löhne, die sich an der Produktivität der Volkswirtschaft orientieren, nicht an unserem einzelnen Arbeitsplatz. So, aber jedenfalls die Pflege kann als Branche jetzt nicht zum Wachstum beitragen. Das ist aber kein Vorwurf an die Pflege. Das ist nur, ich versuche nur zu erklären, warum, wenn mehr Pfleger in der Welt sind, das noch kein Wachstum ist. Ja, jetzt gibt es dann auch noch eine Frage, die sich auf die Linke bezieht. Welche Konzepte hat die Linke für nachhaltiges Wirtschaften? Das würde ich auch gerne wissen. Genau, das ist tatsächlich auch eine spannende Frage. Und zwar deshalb, weil wir als Linke ja nicht unbedingt sofort und als erstes mit dem nachhaltigen Wirtschaften verbunden werden, sondern entweder als diejenigen, die alles planwirtschaftlich kaputt machen oder die, bei denen es nicht wirtschaftlich funktioniert, was beides barer Unsinn ist. Und das natürlich, will ich jetzt nochmal beschreiben. Also die Frage der zum Beispiel CO2-Emissionen kann meines Erachtens, da bin ich glaube ich auch mit Frau Herrmann sofort einer Meinung, nicht von kapitalistischen Wirtschaften getrennt werden. Das sieht man schon an der Tatsache, dass etwa 2/3 aller CO2-Emissionen von den 100 großen Konzernen kommt. Und der ökologische Fußabdruck umso größer wird, je größer das Einkommen auch bei Individualpersonen ist. Das heißt, da gibt es durchaus einen Zusammenhang. Das heißt nun nicht, dass jetzt deswegen alle Leute möglichst wenig Einkommen haben sollen, um den Fußabdruck zu senken, sondern dass wir zumindest hier schon auch über Verteilungs- und auch Machtverhältnisse sprechen müssen. Und wenn das so ist, dann stellt sich schon zum Beispiel die Frage, inwieweit wir zum Beispiel Ausstiegsszenarien aus Atomstrom haben wir sowieso schon, aber auch aus CO2 bis 2035 hinkriegen, aus Braunkohle und also aus dem Kohleabbau, aus der Carbonabbau, und dass wir einen sogenannten Plan B brauchen. Plan B ist das, was die Bundestagsfraktion der Linken schon mal entworfen hat, als Grundgerüst eines alternativen Wirtschaftens. Ich will das mal am Beispiel etwa von Verkehr oder Ähnliches bringen. Wir müssen massiv den Individualverkehr reduzieren. Das ist völlig unstrittig. Der Verbrennungsmotor, national schon ein Problem, aber international absolut unmöglich, muss aber wiederum ersetzt werden durch kollektive Verkehrsformen. Das bedeutet, dass wir Bus und Bahn massiv schon ausbauen müssen, dass wir auch an Mischformen denken müssen, wo etwa sozusagen
individuelle mit gemeinsamen Formen von Beförderung von A nach B zu kommen, zusammengedacht werden können. Das heißt dann aber wiederum, dass bestimmte marktwirtschaftliche Prinzipien, da bin ich dann auch wieder ganz bei Frau Herrmann, zurückgedrängt werden müssen, dort, wo sie klimaschädlich sind. Klimaschädlich heißt, dass also quasi die individuellen Kosten sich nicht in Klimakosten abbilden, sondern wo am Ende auch wirklich Raubbau an der Natur in diesem Maße geleistet wird. Dort müssen wir zu anderen Formen kommen. Ich glaube, dass es dann auch ein höheres Maß an politischer Regulierung bis hin notfalls auch zu Verboten kommen muss, wenn es sich anders nicht klimamäßig regulieren lässt. Auch das totale Verbot kann im Zweifel auch ein Maß der Regulierung sein. Und das bedeutet dann aber wiederum, dass wir bei bestimmten marktwirtschaftlichen, auch konzerngetriebenen Produktionen, sprich wenn es zum Beispiel im Weltmaßstab darum geht, dass wir Handel über große Strecken, über auch große Entfernungen, dann viel stärker regionalisiert betreiben müssen. Nicht alles, aber in bestimmten Bereichen schon. Wenn Frau Herrmann davon spricht, dass wir in den 70er Jahren die Erdbeeren nicht jeden Tag hatten, gleichwohl trotzdem auch das gleiche Maß an Glück, dann ist da zumindest auch was dran, wo wir zumindest kritisch drüber nachdenken müssen, ob das tatsächlich der Weisheit letzter Schluss ist, wie wir derzeit auch Handelsbeziehungen haben. Also das vielleicht als Einstieg, was das Konzept der Linken ist. Ich kann natürlich auch an der Stelle nicht vollständig alles jetzt wiedergeben. So fachpolitisch bin ich auch gar nicht drauf. Aber dass wir uns Gedanken machen müssen, wenn es um den sozial-ökologischen Wandel geht, dass wir dort nicht einfach nur den sozusagen Fortschritt im Sinne des mehr, weiter, größer, schneller, weiter hinbekommen, sondern dass wir da auch die ökologische Komponente berücksichtigen müssen. Da bin ich ganz sicher, dass das so ist. Und jetzt gibt es noch eine Frage an Frau Herrmann. Kann der Energiebedarf nicht durch bessere Speichertechnologie und Sonnenenergie künftig gelöst werden? Ja, also ich meine, das ist natürlich sozusagen immer die Hoffnung von den Leuten, die an grünes Wachstum glauben, dass es irgendwann technische Lösungen gibt für alles Mögliche. So, und natürlich, wenn man den Kapitalismus sich anguckt, ist man immer erstaunt darüber, wie technisch innovativ dieses System ist. Und es gibt ja jede Menge technische Lösungen, von denen hätte man vorher nie geglaubt, dass die stattfinden. Nur das Problem ist, das hat ja jetzt auch schon jeder gehört, die Zeit wird langsam knapp. Nicht? Also wir müssten eigentlich spätestens 2050 klimaneutral sein. Eigentlich müsste Deutschland schon 2035 klimaneutral sein. Gut, also wir haben jetzt hier noch maximal 30 Jahre. So, und 30 Jahre ist aber nicht viel Zeit. Also wir können ja nochmal auf das Jahr 1990 zurückblicken und was sich seitdem technisch so getan hat. Also ich will nicht sagen, dass sich gar nichts getan hat, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass das die totale technische Revolution war, sondern vieles läuft immer noch, was damals auch schon existiert. So, und das ist genau das Problem. Also wenn wir bräuchten eigentlich die totale technische Revolution, wenn wir mit technischen Lösungen 2050 klimaneutral sein sollen, nur das ist eigentlich empirisch nicht haltbar, davon auszugehen, weil wir ja wissen, welche Innovationszyklen es so ungefähr gibt. Das heißt, wir müssen das durch die Zeitknappheit, die wir jetzt haben, müssen wir CO2 sozusagen auf dem traditionellen Wege einsparen und das ist durch Schrumpfen. Ich will nochmal auf einen Punkt kommen, der auch angesprochen worden ist, auch von Ihnen. Und zwar, wenn es zu einer Art, ich nenne es mal, nicht regulierten Schrumpfen kommt, erhöht das natürlich auch die Gefahr sozusagen einer rechter Gegenbewegung. Ja, genau. Das hatten Sie angesprochen. Das ist ein Punkt, der mir tatsächlich auch wichtig ist, und zwar auch in Abgrenzung zu zum Beispiel auch rechten Schrumpfungsideologien. Wenn wir darüber reden, dass wir im Einklang mit der Natur, im Einklang auch sozusagen mit dem, was möglich ist, leben, dann muss das ja trotzdem auch auf einer demokratischen Grundlage und nicht so wie so eine Art ökodiktatorische Beglückungsmaschine von oben laufen. Die spannende Frage ist, wie kann sowas funktionieren und wie kriegen wir das am Ende hin?
Ja, also das ist natürlich ganz klar. Also das wäre ganz dumm, die Demokratie abzuschaffen. Aber genau deswegen ist ja dieses englische Beispiel der Kriegswirtschaft so interessant, weil jeder weiß, die Engländer sind eine Demokratie geblieben, nicht? Obwohl sie eine private Planwirtschaft hatten. Also das ist jetzt nicht so, Planwirtschaft muss automatisch in der Diktatur enden. Das ist ja immer so der rechte Vorwurf an Linke, nicht? Nach dem Motto, guck mal, wie es in Russland war oder in der Sowjetunion. Also Großbritannien zeigt, man kann es auch anders machen. Aber es stimmt natürlich, dass Klimaschutz und Schrumpfen des Kapitalismus und all solche Dinge können in dem eigentlichen Ausmaß nur gelingen, wenn alle dahinter stehen oder ganz große Mehrheiten der Bevölkerung. Das wird irgendwann so sein, davon bin ich überzeugt, weil der Klimawandel ist ja grausam, nicht? Also nur um mal ein Beispiel zu nennen, wovon man ziemlich sicher ausgehen kann, dass es stattfinden wird. Und zwar auch demnächst, nicht in irgendwie ferner Zukunft. Es ist eigentlich ziemlich klar, dass der gesamte deutsche Wald demnächst sterben wird. Also nicht nur die Fichten, die sind ja schon tot, sondern auch Birken, Buchen, Eichen, Kiefern. Denn die alle diese Bäume ertragen es nicht, wenn es trocken wird und heiß. So. Das ist also der Ende des deutschen Waldes, wie wir ihn kennen. Und das ist ja der Verlust von optischer Heimat. Das ist schon mal klar. Also wer jetzt noch Wald sehen will, der sollte sich sofort auf die Socken machen, sobald Corona vorbei ist, weil da gibt es nicht mehr viele Jahre, wo man das noch sehen wird. Das ist nicht dann das Ende der Pflanzen in Deutschland, sondern auf den Brachflächen werden sich neue Pflanzen ansiedeln. Aber das wird nicht mehr zum Wald werden, weil der Klimawandel wird jetzt so schnell gehen, dass immer wenn die Bäume sich gerade irgendwie entwickelt haben, ist es leider schon wieder zu heiß. So, denn man hat dann, wird dann also nach allem, was man weiß, so eine Art Gebüsch haben, aber keinen Wald mehr. So, und das ist ja jetzt nur ein Beispiel von vielen, wie der Klimawandel auch Deutschland erreichen wird. Das andere, wie gesagt, ist erratische Wassermengen, mal zu viel, mal zu wenig und so weiter und so fort. So, und irgendwann wird der Letzte begriffen haben, dass das so auf gar keinen Fall weitergehen wird. Also es wird Mehrheiten geben. Nur nach allem, also so wie der Mensch ist, nicht? Das ist dann das Bedauerliche, werden die Mehrheiten in gewisser Weise zu spät sein. Also wir werden das 2-Grad-Ziel, das 3-Grad-Ziel, das werden wir alles reißen. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht Klimaschutz machen muss. Denn ich meine, es ist immer noch gut, wenn es nicht 5 Grad heiß wird. Ne? Also alles ist besser, als es unkontrolliert laufen zu lassen. Aber garantiert, man wird zu spät anfangen. Das ist, so ist der Mensch. Und ich weiß auch nicht, was man da machen soll. Aber ja. Gut, da widerspreche ich natürlich ganz, ganz deutlich, Ach so, ich sehe schon, weil endlich mal wir, ein Optimist. ja, Das ist gut. natürlich, und zwar, weil die, ja, als Linker ist man immer Optimist, egal wie Ah, schlecht die okay. Lage ist. Insbesondere wollen wir natürlich das 1,5 Grad Ziel erreichen, auch wenn das schwierig ist. Aber ich glaube, es ist natürlich auch eine Frage, wie man zum Beispiel Schichten damit erreicht, die derzeit daran unmittelbar zunächst wenig Interesse haben können, weil sie natürlich zu Recht Sorge haben, dass sie davon auch Schaden nehmen, Stichwort Arbeitsplatzverlust und ähnliches. Trotzdem ist es aber so, die Frage der Sozialpolitik, die Frage auch des sozialen Ausgleichsfunktionen, wenn man ökologischen Wandel betreibt, ist aus meiner Sicht unbedingt erforderlich. Wir werden keinen ökologischen Wandel hinbekommen. Und zwar nicht deshalb nicht, weil wir es vielleicht technisch nicht hinbekommen, sondern weil wir es politisch, demokratisch, und auf diesem Weg will ich es auf jeden Fall halten, hinbekommen, weil natürlich die Menschen das auch als sozialen Gewinn und nicht etwa als Verlust von Lebensqualität oder sogar als sozialen Abstieg begreifen müssen. Deshalb muss das Hand in Hand gehen Ja, das und ist ja ich der bin Charme. optimistisch. Ja, aber das ist ja der Charme der Rationierung, nicht? Das darf man nicht unterschätzen. Also, um das nochmal konkret zu machen, im Zweiten Weltkrieg wurden also vor allen Dingen solche Güter wie Milch, Fleisch, Butter, Zucker rationiert, die knapp waren. So, und das fanden alle super. Und zwar gerade die Unterschichten waren begeistert, denn der paradoxe Effekt war, dass die Unterschichten in Großbritannien im Krieg besser ernährt waren als vorher. Weil es eben tatsächlich so war, dass jetzt alle Fleisch kriegten und nicht nur die Reichen. So, eine derartige Mangelwirtschaft wie England in den 30er Jahren wären wir heute auf keinen Fall. Ne? Also wir sind viel, viel besser ausgestattet. Wir würden nicht in diese Zeit zurückfallen. Wie gesagt, man würde nicht in die Steinzeit zurückfallen. Aber Rationierung ist ein Weg, um sicherzustellen, dass alle
ihren gerechten Anteil haben. Denn wenn man das ernst nimmt, das machen sich viele gar nicht klar, dass die Wirtschaft schrumpfen muss, dann funktionieren Marktmechanismen alle gar nicht mehr. Wenn man zum Beispiel irgendwie auf Geld setzen würde, egal wie, wäre die Wirkung immer eine Inflation. Weil wenn es knapp wird, steigen die Preise, nicht? Deswegen, genau deswegen wird in allen Kriegswirtschaften rationiert. Da wird der Preismechanismus ausgeschaltet, eben weil Marktmechanismen nicht mehr funktionieren. Und genau so, ich meine, das ist blöd, dass man immer mit einer Kriegswirtschaft kommen muss, denn wir sind ja nicht im Krieg. Aber man hat sonst keine Beispiele für schrumpfende Wirtschaften und deswegen verstehen Leute sonst auch gar nicht, wie es läuft. Also eine schrumpfende Wirtschaft bedeutet das Ende des Marktes, das Ende des Preises und der Beginn der Rationierung. So, und Rationierung ist aber, das ist der Punkt, um auf Sie zurückzukommen, das ist eben gerecht, nicht? Nur so kriegt man auch die Zustimmung der unteren Schichten, die natürlich zu Recht immer den Verdacht haben, dass sie ganz bestimmt verlieren. Bei Letzterem sind wir wieder zusammen, beim Optimismus, Pessimismus nicht, das klären wir noch, aber bei Letzterem sind wir zusammen. Mhm. Wenn es um zum Beispiel die CO2-Bepreisung geht, mhm. Bin ich tatsächlich ein sehr großer Skeptiker, ohne dass ich im Zweifel auch mal da was bepreisen kann, meinetwegen. Aber es ist überhaupt kein sinnvoller Weg, um zu einem ökologischeren Wirtschaften zu kommen. Das ist so sozial so blind. Und so wie Sie es gerade beschrieben haben, die Verknappung führt im Prinzip nur sozusagen zur Erhöhung der Preise des dann sozusagen mangelnden Produktes und dann zu einer enormen unsozialen Wirkung, Effekte, die das hat. Und es wird, da bin ich fest von überzeugt, das ist ein großer Fehler, der jetzt in dem Fall Grünen, das so stark zu pushen, weil das aus meiner Sicht dazu führt, dass gerade die Akzeptanz bei eigentlich fortschrittlichen Schichten auch derer, die wenig Geld haben, vollkommen unterminiert, sondern man muss an dieser Stelle mit anderen regulativen Maßnahmen rangehen, statt zu sagen, der Arme hat halt Pech gehabt, wenn er sich dann sozusagen das CO2-bepreiste Produkt nicht mehr leisten kann, während die mit dem vielen Geld ja für dieses dann halt geschaffen. So, also das ist aus meiner Sicht keine sinnvolle Möglichkeit, um auch eine Akzeptanz zu schaffen. Das, was am Anfang wir ja beschrieben haben, wir wollen ja, dass breite Schichten der Bevölkerung auch ökologisch umsteuern wollen und nicht nur müssen oder sich erzwingen lassen. Nee, das ist so. Ja, jetzt haben die Grünen ja also die Idee gehabt, dass man die CO2-Preise ergänzt durch ein sogenanntes Energiegeld. Ne? Hm. Also es gibt auf alle Produkte CO2-Steuern und dann kriegt aber die CO2-Steuern werden vom Staat nicht behalten, sondern dann wird das an die Bürger wieder ausgeschüttet. Meinetwegen jeder kriegt 100 Euro im Jahr oder was immer dann dabei rauskommt. Und dann ist die Idee der Grünen, da würden ja dann die unteren Schichten noch besonders profitieren, weil sie genauso viel kriegen wie jeder, aber gleichzeitig ja weniger Energie verbrauchen im Alltag, ganz einfach, weil sie weniger Geld haben. So, das klingt erstmal wunderbar, aber der Witz wäre, wenn man das so macht, dann würde man überhaupt gar kein CO2 einsparen. Weil der Witz wäre ja, die Leute würden zwar eine CO2-Steuer zahlen, aber sie würden das Geld ja zurückbekommen. Das heißt, sie hätten genauso viel Geld wie vorher, um zu konsumieren. Das heißt, ich will nur sagen, Sie haben mit Ihrer Kritik absolut recht. Also wenn die CO2-Steuer funktionieren soll, dann würden die Armen in die Röhre gucken. Und wenn man das mit einem Energiegeld kombiniert, dann kann man es auch lassen, weil die CO2-Steuer nichts bringt. So, und da bin ich auch ein bisschen erschüttert. Also haben sich wahrscheinlich schon alle gedacht, ich bin grünes Parteimitglied, dass die Grünen das noch nicht kapiert haben, dass das so nicht klappt. Okay, das Letztere mit dem grünen Parteimitglied wusste ich gar nicht, macht aber nichts. Wir können ja trotzdem, wie wir sehen, uns über die eine oder andere Sache politisch kontrovers oder gemeinsam hier austauschen. So, jetzt gucke ich nochmal nach. Gibt es noch, wir sind auch schon, also da sehen Sie, wie spannend die Diskussion ist. Also es gibt noch eine Frage. Ein Diskussionsteilnehmer sagt noch, Menschen verändern sich erst, wenn sie vor einer Krise stehen und bereits in dieser drin sind. Nicht alle, aber die Mehrheit. Das ist jetzt eher ein Statement am Ende. Das sehe ich auch so. Mhm. Ja. Also ja, ich hoffe allerdings, da sehen wir wieder mal, wie optimistisch ich bin, dass das schon vor der Krise geschieht, dass auch da schon etwas passiert. So, vielen Dank an Ulrike Herrmann. Vielen Dank für dieses angenehme, anregende Gespräch zum Thema Wachstum.
wir steigern das Bruttosozialprodukt. Brigitte Herrmann möchte das nicht, so habe ich es verstanden. Geier Sturzflug, trotzdem gutes Lied. Nichtsdestotrotz, das Bruttosozialprodukt darf nicht weiter steigen. Vielen Dank, Frau Herrmann. Ja, bitte, bitte. So, und wir machen kurz weiter, und zwar an einer Stelle, dass ich sage, was die nächste Woche bei uns auf dem Plan steht. Wir sehen uns wieder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am 4.2. 18 Uhr. Ich habe dann Ulrike Eifler bei mir hier. Ulrike Eifler wird zum Thema Gewerkschaften, Pandemie und linke Politik, die Schwierigkeiten, die Gewerkschaften in der Pandemiezeit haben, etwas sagen. Ich werde Sie befragen, worum es da konkret geht und wie wir gewerkschaftliche Politik stärken. Bis dahin, tschüss und vielen Dank nochmal an Frau Herrmann. Ja, tschüss. Tschüss.